Ich habe mir extra meine Haare lila gefärbt. Und dann sowas. Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu diesem heutigen Gratis-Spiel im Test. Ja, es ist wieder soweit, ne, es ist schon wieder Samstag, Mensch, die Zeit, die fliegt. Und es wurde sich gewünscht, dass ich Star Trek ausprobiere und das mache ich natürlich auch. Ich bin jetzt hier in der Charaktererschaffung und ich kann jetzt hier gucken. Sternflotte könnte ich nehmen. Ah ja, oder Romulaner oder Klingonen. Ich finde Romulana eigentlich ganz cool. Ich muss dazu sagen, ich mache tatsächlich... Also Star Trek, ich habe nur ganz früher die Raumschiff Enterprise Sachen. Die habe ich tatsächlich relativ gerne geguckt. Ich möchte gerne einen weiblichen Charakter haben. Und das hat mir Spaß gemacht, das anzuschauen. Und dann irgendwann habe ich da aber, bin ich da weg, ne, von diesem Star Trek. Also ich weiß nur grob, worum es hier geht. Natürlich kenne ich Klingonen und Romulaner. Also, Spezies und Karriere. Gut. Ach, Aussehen kommt dann später. Ach, jetzt kann ich hier auswählen. Technik. Gut, Überlebensfähigkeit, Unterstützung der Generatoren und direkte Kontrolle der Linien, auf denen der Feind vorrückt. Der technische Offizier kann den höchsten Schaden einstecken, also der Tank sozusagen, ne? Anscheinend. Gut, was ist das denn? Wissenschaft. Wissenschaftleroffiziere unterstützen ihr Schiff und ihre Mannschaft, indem sie Feinde schwächen oder für eine Zeit lahmlegen, Kraftfelder erstellen, die heilen oder den Feind blockieren, indem sie ein Außenteam von solchen Effekten heilen. Ein Wissenschaftsoffizier hat die größten Möglichkeiten, durch Feindanalyse schnell auf chaotische Kampfsituationen zu reagieren. Die Kampfstärke und Widerstandsfähigkeit des Gegners zu schwächen oder bei einem Angriff entstandene Schäden schnell zu heilen. Ja, das nehme ich, glaube ich. Sowas macht mir immer Spaß. Das ist so der Supporter. Was ist Taktik? Schadenszufügung, also DPS, ne? Also dann nehme ich hier, ich nehme das, einen wissenschaftlichen Offizier. Ich glaube, das passt ganz gut. Okay, jetzt kann ich mir das Aussehen noch aussuchen, oder wie? Oder kann ich hier einfach, ich mache mal weiter, mal gucken. Mein Aussehen. Ah, jetzt. Mhm. Okay. Aussehen bearbeiten. So, jetzt muss ich mal gucken. Auf Charakter an. Einstellungen. Ach so, das ist dann die Größe? Wie groß ich bin. Ich sehe schon. Also ich bin ja... Oh, ich bin eigentlich kleiner als das Kleinste hier. Oh, wie deprimierend. Ja, pass auf. Ich nehme den Kopf. Lass mich mal gucken. Fortgeschritten, ne? Also ich fange natürlich mit der Charaktererstellung an. Das gehört ja zum Spiel dazu irgendwie, oder? Ach so, ja. Die sieht ganz nett aus hier, ne? Nummer 5. Nämlich die Haut Romulaner. Allgemeines Muster Make-up. Dann nehme ich das hier. Grundteint. Ach so. Kann ich da ein bisschen... Ja, ich glaube, ich muss mir da mal ein bisschen näher ran. So, oder? Dann kann ich das ein bisschen besser sehen. Das ist so kindlich naiv noch, gell? Ne, ja, aber so alt bin ich dann doch noch nicht. Ich nehme hier gealtert 1. Das finde ich ganz gut. Stirndetail. Was ist denn das hier? Ach so, wie ausgeprägt das ist, gell? Ja, mhm. Ach, gar keins? Ne, das ist ja Blödsinn. Okay. Dann mache ich so. Tattoo, Narbe, etc. Oh, jetzt, das ist aber nicht im Gesicht. Ach doch, guck mal, das ist da unten im Gesicht. Da auf der Nase, weißt du? Aber da ist die Farbe so doof. Kann ich das hier mal noch... Kann ich da die Farbe nicht irgendwie aussuchen? Doch bestimmt, oder? Weil so kann man ja nicht richtig... Ach doch, hier, guck mal, jetzt kann man dann... Da kannst du dann die Position... Aber ich sehe gar nicht, wo die jetzt ist. Größe, Y-Größe. Ach da, ja, jetzt sieht man es auch. Guck mal, und kann ich das vielleicht mal hier... Tribal. Ja, so sieht man da wenigstens ein bisschen was, oder? Oh, hier, das ist ja cool. Guck mal. So, und das müsste aber noch ein bisschen da so rüber. So, hier. Nee, das soll schon so aussehen, als ob das in den Tränen da so ans Auge direkt ran tätowiert, oder? So. So finde ich cool. Gut. Ohren. Spitz 1. Spitz 2. Ah ja, 3 finde ich schon mal gut. Nee, ich finde 3 gut. 3 sind,
Passt für mich, finde ich. Das geht so, oder? Ja. Das ist okay. Haartracht. Oh, jetzt. Oh, oh, oh. Das ist wichtig. Da muss ich hier auch gucken, damit ich da... Keine. Nee, eine Glatze möchte ich nicht. Nein, das auch nicht. Ich möchte gerne lange Haare. Modisch elegant. Ah ja, meinetwegen auch hochgesteckt. Das ist mir egal. Ne? Ich weiß, dass das viele MMORPGs so haben. Also das ist ein MMORPG, das Star Trek Online. Wer hätte es vermutet? Das Spiel ist gratis. Kann runtergeladen werden bei Steam. Der Link dazu ist in der Infobox unten. Ja, so zum Beispiel finde ich schon mal ganz gut. Haarknoten. Zöpfe. So, die Sonntagsfrisur, ne? Warte mal. Ach, da muss man immer... Yeah. Ach so, das ist dann Pferdeschwanz. Nee, ich nehme hier einfach lang. Komm her. So. Das finde ich ganz gut. Vielleicht die Farbe noch ein bisschen anders, oder? Gibt es das nicht ein bisschen kräftiger hier? So, weiß, so ein bisschen greller wäre ganz geil. So. Das ist cool. So gefällt es mir. Augenbraue erhöht. Dick. Oh Gott, ja, hier kommt. Das sieht doch nett aus. So. Aber das müsste ich ja dann irgendwie mal ein bisschen anpassen, oder? Vielleicht ein bisschen dunkler, aber schon so in derselben Farbfamilie hier. Gut, dann hätte ich gerne den Körper. Warte, da muss ich jetzt dann ein bisschen so gehen, ne, damit ich hier auch was sehe. Halslänge. Ach so, naja, gut. Masse des Körpers. Naja, das passt schon so. Oberweite. Naja, da hatte ich bei Skyforge, die hatte mir zu viel, ne? Also, guck dir das an. Weiß ich nicht, nee. Also, ich meine, nee. das ist mir dann auch nichts. Rippenhöhe. Ach so, wie gedrungen der Körper dann ist. Ja, ich verstehe. Das finde ich ja ganz cool. Dass man das so aussuchen kann, ne? Das gefällt mir ganz gut. Das finde ich ganz schön. Armlänge. Oh Gott. Ich finde die so ja schon zu lang, oder? Müsste mich mal hinstellen und gucken. Ich finde, die sehen schon sehr lang aus. Hm. Händegröße. Ach so, da kann man ja. Naja, gut. Fingerlänge. Halsdicke. Länge des Oberkörpers. Oh. Ja, so vielleicht. Brustgröße habe ich, Rippenhöhe, Hüfthöhe. Ja, aber so finde ich, sieht sie doch ganz niedlich aus. So, jetzt noch die Uniform, ne? Weste oder Jacke? Nee, da nehme ich schon die Weste. Aber kann ich die? Ach so, das geht hier nicht. Hände unbekleidet. Kragen keiner. Ach so, da könnte ich so einen Schal oder so noch machen. Ja, guck mal. Vielleicht mache ich mir da mal noch einen Schal hier. Das ist ja cool. Ja, hier. So. So ist gut. Das kann ich ja nicht. Okay. Handgelenkbefestigung. Überlebender Romulaner. Keins. Nee, das möchte ich nicht. Das möchte ich auch nicht. Das finde ich doof. So, finde ich besser. Okay. Jetzt, was ist das da? Eine Gürtel oder was ist das? Gürtel, drapiert mit Quasten. Ja, das finde ich ja nicht so schlecht, aber das muss dann schon farblich ein bisschen passen hier. Drapiert mit Quasten. So vielleicht. Nee, das ist... so, glaube ich. Kann ich das lassen? Ja, so sollte das eigentlich gehen. Ja, die Hose, die kann schon... Guck mal, einen Rock gibt's hier auch. Ist ja cool. Gut. Hose eng, Hose locker. Hose hochgestellt. Uniform. Röcke. Ja, aber der passt ja jetzt farblich da nicht so. Ja, ist egal. Nackte Beine oder... Ach so, Strümpfe. Könnte sie auch anhaben. Guck mal. Und was denn mit den Schuhen hier? Standardstiefel. Gibt's hier auch irgendwie dann was Kürzeres, wenn ich schon... Nee, kein Enkelboot oder so. Hier, das ist doch. Was ist denn hier mit sowas? Ja, schön ist nicht, aber... Also das Einzige, was mir jetzt echt nicht gefällt, ist hier die olle Klamotte hier oben, ne? Also muss ich ja... Ah, da kann ich... Ach, guck mal, da kann ich noch was anderes aussuchen dann.
Ja, das ist cooler. Okay. Ja, ja, ja. Dann lass mich mal schauen. Da würde ich gerne das nehmen. Und dann kann ich das doch hier farblich anpassen. Warte mal. So. Und das vielleicht dann in so einem Blau oder so. Schade, kann man den Rock hier noch irgendwie nähen, ne? Doch, da kann ich nur die Grundfarbe einstellen, oder? Schade. Nee. Gut, na, was nehme ich denn da mal? So. In Blau vielleicht. Ja, so sehe ich total toll aus. Zur statischen Haltung wechseln. Na, ich bin doch. Ach so. Ah, alles klar. Ja, nett, oder? Sehe ich doch nett aus, oder nicht? Ich finde, sieht sehr süß aus. Gut, jetzt habe ich hier noch Augen. Oh. Was ist das? Ach so. Ja, give me blue eyes, please. So. Ich glaube, das ist ganz gut so. Ich glaube, das kann ich so lassen. So kann ich dann... Weißt du, ich teste das ja heute nur an. Also, ich spiele den Charakter jetzt einmal, ne? Geben Sie einen Namen ein. Ich bin eine Damakash. Von Mellername. Ach so, okay. Damakash. Dana. Kashargul. Schiffsname. Ach du guter Gott. Na, das ist natürlich ein blöder Schiffsname. Aber, ach komm, das kann ich Zufall nehmen hier. Klenos, Gilidan, Irese, Keterix, Septral. Nee, finde ich alles doof. Marlion, Tridonius, Tomit, Destrix. Ach du liebes bisschen. Klania. Klania ist doch ganz cool. Alles klar. Dann kann ich jetzt Energie drücken. Ich drücke mal Energie. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe nur, ich weiß, dass es halt ein MMO ist, ne? Und ja, ich probiere jetzt einfach mal aus, was jetzt hier passiert. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich gemacht habe, war so ein bisschen die Einstellung zu machen für das, fürs Aufnehmen, weil das Spiel ein bisschen rumgezickt hat, leider. Ich konnte das, kann es nicht mit DX Story aufnehmen. MSI Afterburner hat das Spiel auch nicht genommen. Ich muss das jetzt mit OBS aufnehmen. Da leidet immer die Qualität ein bisschen, aber das kann ich leider echt nicht ändern. Also das ist halt echt Pech, ne? What we knew is gone. Our home, our lives. All that we were, dust, blasted across empty, heartless skies. But we live. Our legacy lives. Within every ship we fly, upon every world we touch, in our hearts, in yours. There will be challenge. You will know fear, but you will overcome. You will survive. And answer vengeance with blood. You will do as you must. Rule cannot be handed to the faithless. Our legacy cannot be lost to villains. Bury the past to face the future. In enemies, find allies. There is no price we have not paid, no loss we have not felt. Our dead world, our long suffering. These are not ends. We are not ended. For your crew, for your people, for this new home, we must face all doubt. We must break the strong who would destroy us and overcome the impossible. We must fight against any and all. We must, we will, for we are Romulan. Cool, okay. Na, ich bin ja sehr gespannt. Januar 2409, vor zwei Wochen vor dem Borg-Angriff. The youngest of our kind rely on stories to know what our people were like before. Strong, secretive, warlike.
We were feared. We were powerful. Then, everything changed. 22 years ago, the star of the Hobus system went supernova. The resulting explosion traveled through subspace to hit Romulus and Remus, our homeworlds. No one could have predicted that would happen, and no one could have stopped it. Millions died. Those who survived were scattered across dozens of worlds. One day, we were citizens of one of the greatest powers of the galaxy. And the next, we were just trying to survive. Every day was a struggle if you weren't part of the militant and oppressive Tal Shiar, or ruling everything from on high like Empress Sela. For ordinary Romulans, military victories don't mean much when you're hungry. Life goes on. The Klingons and Starfleet are at one another's throats. The battles light years away don't affect us much. The Tal Shiar are the more immediate threat. They're rebuilding the Empire by force and pressing anyone they think can help into service. But even they don't seem to know we're here. We've put down roots and found friends. Today we'll celebrate what we've created. With hard work and some good fortune, true Romulans will once again rise to be a power in the galaxy. The first step on that path begins here. Haha, ich habe gewunken. Ich habe mich genau gesehen. So, gut, jetzt muss ich mich erstmal hier umgucken, etwas orientieren. Wo bin ich denn? Da bin ich. Laufen kann ich wie normal mit WASD vermutlich. Ach Gott, ja, guck mal. Sehe ich nicht. Ich sehe schon, das sieht schon nett aus. Ich weiß auch gar nicht, wie alt das Spiel ist, aber MMORPGs, ich erwarte da immer keine Grafikwunder, das muss ich auch dazu sagen. Das soll Hauptsache flüssig laufen und es sieht jetzt nicht hässlich aus. Treffen Sie sich mit Tovan Kef. Okay. Das mache ich. Hier kann ich auch mit dem reden. Hallo. Ach, du bist das schon. Na, das ging ja schnell. Klicken Sie zur Wahl oder drücken Sie F. There you are. The security chief was looking for you earlier. She said there's trouble at the vineyard. Avrak's been filing reports all night about Kellids chewing at the vines. It's really worked up. Okay, ja, das klingt nicht richtig anscheinend. Something must have annoyed them. It's not typical Kellid behavior. With the big celebration tonight, I think everyone's a little overexcited. Even the bugs. You should listen to one of Avrak's messages before you head out there. Okay, ich schau mir das mal an. Interactable items have a glow around them. Walk up and press F to interact with a console. Ah ja, okay. Gegenstände, mit denen Sie interagieren können, sind von einer leuchtenden Aura umgeben. Das hat man ja oft in... Es ist etwas ungewohnt, dass ich hier, wenn ich laufe, die rechte Maustaste gedrückt habe. Muss das, sonst ist das nicht so. Na guck, sonst ist die Maus frei. Ja gut, okay. Rufen Sie Nachrichten ab. Mach ich. Willkommen, Damakash. Sie haben 3 Nachrichten von Avrak. Die 2. und 3. Nachricht wurde vom Computer als unwichtig eingestuft. Die 1. Nachricht wird jetzt wiedergegeben. Ach, das entscheidet wohl der Computer, was wichtig ist und was nicht. Aha. Please tell me you'll help me. Kellids are in the vineyard chewing through the irrigation pipes. And everyone says they're too busy getting ready for the big party to come and do something about it. It won't be any party if everyone's knee-deep in water by nightfall. Get over here and help me fix this. Okay, ach, der sagt aber nicht immer genau das, was hier steht, ne? Okay, ja, ich helfe. Ich höre mir noch die 2. Nachricht an. When are you coming over here? This is getting ridiculous. No one appreciates me around here. No one. They think these crops just grow without any help from anyone. Tending these vines is a lot of work. Ich komm ja. Ich bin ja unterwegs. So, unten ist meine Skillleiste. Viele Skills habe ich natürlich am Anfang noch nicht. Das bleibt nicht aus. Vom Overlay tatsächlich sieht das ein bisschen ähnlich aus wie... Na, wie hieß dieses Survival... dieses Zombie-Ding, was ich da gespielt habe. Fallen Earth. Finde ich, sieht relativ ähnlich aus. So vom Overlay, was ich so bis jetzt sehe. Mal gucken. Hallo? Nein? Hallo? Wo willst du hinrennen? Hier, ich will mit dem reden. Ach so, dann muss ich da hinlaufen wollen. Okay. If the Kellids are chewing up the vineyard, you should probably grab a pistol.
just in case. I'd join you, but the chief has me looking into some odd comm chatter we picked up yesterday. We'll have to catch up later. Okay, dann gehe ich zum Waffenschrank und hole meine Pistole. Your mini-map shows you where your objectives are. An arrow will appear on the mini-map if you are far away from your objective. Der Pfeil auf der Minikarte wendet so weiter, wird. Ja, okay. Ja, alles klar. Ja, das finde ich schon hier. Was machen die? Ach, guck, die machen da Schießübungen oder so. Pistole nehmen. Bitte. Your plasma beam pistol has been automatically equipped. Ja. You can practice on the nearby bottles. Select a bottle and then right click to attack it. Ja, und wie? Muss ich das hier... To sprint, tap the drücken Sie die Umschalttaste, um zu springen, während Sie sich bewegen. Warte. Aber wie mache ich das? Ich muss jetzt erstmal rausfinden, wie ich schieße. Umschalttaste und... So. Ach so, ich muss da einfach... Ach so. Einfach mit der Maus so drauf. Guck mal, das ist ja einfach. Ja, gut. Alles klar, ja, das krieg ich hin. Gut, ist halt ungewohnt so. Aber macht nichts. Oh, kann ich da wieder... Alarm, Zustand rot. Irgendwas ist Zustand rot. Kann ich das Ding jetzt wieder wegstecken auch vielleicht? Hallo? Naja. Holen Sie sich eine Waffe und begeben Sie sich zur Farm. Begeben Sie sich zur Farm. Begeb mich mal zur Farm. Hallo? Was ist hier denn? Hier findet ihr alles, was das Herz begehrt. Na, ich weiß nicht, du hast da ein bisschen Obst und ist nicht so viel. Hey, Damak, hast schon Lust auf das romulanische Bier heute Abend? Nee, ich trinke eigentlich kein Bier. Na gut, ich gehe mal weiter. Wie stecke ich denn die Waffe weg? Das macht mich ja immer kirre, ne? Kann ich denn das... Hallo, mach mal die Waffe wegstecken. Das geht bestimmt irgendwie, oder? Kann ich das hier einfach... Waffe wechseln. Naja, gut. Waffe. Ach so, nee, ich will ja... Aha. So. Ja, so passt schon, ne? So. Das mag ich immer nicht, wenn ich in Kampfhaltung bin. In so Spielen. Ich finde immer, das sieht so blöd aus, wenn man dann so rumläuft. Lauf her. Ich bin halt ein ursprünglicher Rollenspieler, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich mag das nicht. Ich mag auch nicht mit Pferden in Charakteren reinreiten oder so. Das finde ich immer ein bisschen blöd. Hier, die hat bestimmt noch eine Mission, oder? Komm mal. Hallo? Achso, vielleicht sollte ich nicht hinter die Theke. Das ist vielleicht unhöflich. Ne, ich stelle mich mal hier vorne hin. Guten Tag. Hey there. Ready for the big festival? Working hard? Or maybe you have time to listen to a story or two? Ja, ich untersuche gerade die Probleme auf der Farm. Avrek, you're in for a fun day. I'm glad I don't have to deal with him. Anyway, do you want to hear any stories? Nein, danke, ich sollte gehen. Okay. Obela. Gut, ich gehe jetzt einfach hier, komm her. Mensch, der ist da auf seiner Farm. Geht ja nicht. Das mache ich jetzt erstmal hier. Straight away. Immer dem Questmarker hinterher sozusagen. Es wirkt sehr belebt, ne, durch die Charaktere, die hier rumlaufen, also durch die NPCs. Das mag ich immer sehr, sowas. Wenn die nicht nur rumstehen, sondern halt auch so rumlaufen, sich bewegen und so, ne. Hallo. So. Ist hier die Farm? Wer ist denn, bin ich hier richtig? Guten Tag. Finally. Which message? Ah. Never mind that. It's chaos here. I need some help. Normally, we collect nectar from the local Kellid insects. Something has driven them into a frenzy. They're chewing on our irrigation system and flooding the vineyard. Okay, ja, ich fange an. Excellent. The broken pipes are obvious. They're the ones spraying water everywhere. Alles klar. Kellid shouldn't give you too much trouble. A few bursts from your pistol will take care of them. Okay, ja, ich kümmere mich drum. Kein Problem. Guck mal da vorne. Ah ja, das ist ja wirklich unverkennbar. So, und da sind jetzt dann noch irgendwelche... Ah ja, da sind so Viecher. Guck mal, und mit Rechtsklick kann ich da drauf schießen hier. Ah, das ist aber schön mit dem, dass man hier... Warte mal, ich muss mal... Und nochmal. Dass man hier genau sieht,
gegen wen man kämpft und auf wen der Aggro hat. Das, sowas mag ich. Das finde ich ganz cool. Kann ich das jetzt hier auch reparieren? So. Oh, guck mal, der hat da Fühler. Aha, wie lustig. So, 3 Stück soll ich reparieren. Okay, das kriege ich hin. Das sollte ich doch hinkriegen. Achso, ich gehe mal hier hoch. Und dann da drüben sind ja noch genug, ne? So, hier. Komm her. Bam. Ja, ja. Kotze mich nicht an hier, ne? Das kann ich nicht leiden hier. Da ist noch eins. Noch so ein Vieh. Da hier. Stirb, stirb. So, einwandfrei. Und jetzt hier. Heile machen. Ach Gott, Schweiße. Wie geil. Okay. Ja. Hallo? Ich wollte das machen, du Knödel. Ach, das kann ich allein, weißt du? Ich habe das Vieh auch kaputt gemacht, doof, Mann. Nein, ich will keine Freunde. Ich brauche keine. Ich brauche doch keine Freunde hier. Ich teste ja schließlich nur, ne? Also das darf man ja immer nicht vergessen. Ich bin ja hier nur. Außerdem finde ich das auch immer so ganz am Anfang, wenn du so noch gerade im Startbereich die erste Mission da hast, das hast du einfach in ganz vielen Spielen, dass dann da irgendwelche, weiß nicht, Freundschaftseinladungen, Invites in Gilden und ach, was weiß denn ich nicht alles, ne? Was du da immer so reingerauscht kriegst. Finde ich immer eher ein bisschen lästig als hilfreich. So, hallo. Flooding and stop. But if those kellets come back, they'll just break the pipes again. Something's making the insects go crazy. With bugs this size, that's a real problem. And Avalo might be able to help. She's goofing off again. She knows all about kellets. She's normally down by the greenhouse this time of day. Alles klar. Sure to stop being lazy and keep these critters contained. Yeah, ich guck mal, was die weiß. Good idea. Talk to Navala. I bet she's just lounging around right now, not even thinking about all the damage being done to my vineyard. No one around here wants to put in a good day's work. Ja, vielen Dank. Das ist aber großzügig, dass du das sagst. Ich mache mich mal auf den Weg. Im Gewächshaus. Das sieht doch aus wie das Gewächshaus da drüben, oder? Also schon, also hässlich ist nicht, oder? Also finde ich, finde es geht schon. Also kann man schon. Schon, also passt. So, ne, ich geh mal hier lang. Hallo? Hallo? Just in time. Did you talk with Avarak? He said that I'm what? Lazy? That I've been... Ugh! He's just trying to make me look bad so he can get a promotion. Ugh, that's so old-fashioned. Let me tell you what's actually happening. Ja, dann erzähl mal, was ist denn da nun wirklich los? The Kellids are going crazy. I've been working all day to keep them out of the residential areas. This aggressive behavior is new, and we need to figure out what's causing it. That means gathering samples from some of these creatures. Erledigen Sie ein paar infizierte und wütende Kelet und Proben von ihnen. Ja, ich guck mal. Sollte nicht das Problem sein. Guck mal, hier fliegen ja genug rum. Hier, guck mal. Ach so, den wollte ich auch gerade machen. Dann mache ich den hier hinten. Enemies have a chance to drop items. Ja, das ist ja, so hoffe ich doch mal, dass es Loot gibt, ne? Ich muss auch gleich 2 Sachen holen, weißt du, weil ich das nämlich kann. Ich das voll drauf habe. Verwenden Sie Ihre Nahkampftechniken. Ach, ich habe auch Nahkampftechniken. Ja, ist ja prima. Was denn hier? 1? Mehr. 1, 2. Ein Item has dropped for you. Move towards the item and press F to loot it. Ah, okay, F zum Looten. Gegenstände nehmen. Nehmen. Probe eingesammelt. Kehren Sie zurück. Mach ich. Hallo, ich habe eine Probe eingesammelt. This metal has some kind of fungus growing on it that's similar to the spores we found on some of the Kellid carapaces. It might explain their behavior, but... How are they getting infected in the first place? Also, the flying Kellids have never come out of the cavern before. This is so strange. Okay, ja, dann gucke ich doch in der Höhle mal nach. The source of the infection could be somewhere inside the cavern.
Head over there and see if you can find out what's aggravating the nest. And be careful. I'm very careful. Wo ist denn die Höhle hier? Immer feste drauf. Gibt's hier ein großes M? Ja. Ach, guck mal, ja, hier, das ist die Höhle. Da muss ich hin. Auf den Spieler sind eine Ebene wechsel Bereich scannen. Aha. Ah, das ist ja aber auch. Das ist ja ganz cool. Gut, alles klar. Dann hier mittendurch. Auf geht's. Solange die mich hier nicht hauen. Wenn ich hier nur vorbeigehe, bin ich ja schon glücklich und zufrieden, ne? So. Aua! Nee, komm, ey. Wo ist meine Lebensanzeige? Da oben? Naja, ich renne jetzt hier trotzdem rein. Was ist hier denn? Warum? Wo kam das? Oh, das ist ja cool. Okay. So, was soll ich jetzt hier machen? Ich schieße hier erstmal die Viecher kaputt. Na, komm her hier, du. Na. Ach, der zielt dann immer automatisch aufs nächste Ziel, ne? Das kann man bestimmt irgendwo ausmachen eigentlich. Na gut, ich gehe mal weiter. Hier, da ist noch so ein großes Ding. Hier, du bist wütend, ne? Aber jetzt bist du tot. Okay. Alles klar. Mann, ey. Weitere Stelle freigegeben, an der man wiederbelebt werden kann. Ach so, falls ich sterbe. Ja, das habe ich eigentlich nicht so schnell vor. Aber man weiß es ja auch nicht, ne? Ich gehe mal einfach weiter. Mal, hier sind noch so tote Viecher. Ich wollte gerade sagen, die sind, guck mal, die sind ja tot. Eine große, klaffende Wunde am Unterleib. Was zum? Ah, das sah mechanisch aus, gell? Also gar nicht irgendwie... Aha. Was sind das für Viecher? Aufhinder. Eine Drohne, ja. Sag ich ja, das sah irgendwie komisch aus. Da. Unbekannte Kreatur. Hallo. Komm her, schieß auf eins. Hier, noch eins. Ich mach euch alle kaputt. Na, nun kommt auch her hier. Kann ich das untersuchen? Nee. Das hört sich irgendwie nicht so ganz gesund an, oder? Also... Was ist denn das hier für ein Ding? Ich guck mir das mal genauer an. Seltsame Maschine abschalten, bitte. Ich deaktiviere die jetzt. Einfach so. Ha! Ah, da bin ich schon wieder zurückgebeamt worden hier. Hallo. A strange machine and some weird drone things? That is troubling. Someone's been in there. We'll have to let the Maori know about this. It's good you disabled the device, though. Maybe now the Kellids will calm down. I ja, vielleicht. Those biological samples while you were gone, but I can't do much more than a basic tricorder scan. It's just not my area. Devex might be able to help. He was an engineer in the Romulan military before the homeworld was destroyed. Now he's helping us with our water supply and anything else that takes more specialized knowledge. You should talk to him. Alles klar, mach ich. Aha, jetzt sind da Fähigkeitenpunkte ausgeben. Ah, Skillen. Das ist immer sehr interessant in so Spielen, finde ich, ist das Skillrad tatsächlich. Also ist mir immer sehr wichtig, ja. Also, dass ich viel machen kann und dass es irgendwie sich auch ganz gut selbst erklärt, finde ich, ist schon ganz cool. Auswahlkarten, Drehkick, Dreh, Tritt, Faustschlag. Ach so, das sind Nahkampfsachen.
Schwinger. Alles klar. Angriffsmuster. Diese Fähigkeit verbessert die Raumschiff-Angriffsmuster. Je höher die Fähigkeit ist, umso besser ist die Wirkung. Klicken Sie hier, um mehr Informationen zu sehen. Technische Systeme. Das ist für mein Schiff jetzt hier anscheinend dann, oder? Raumfähigkeiten, ja. Eigenschaften. Das ist doch auch mal. Scharfsinn. Plus Wahrnehmung, plus Schaden durch Spezialangriffe, plus Widerstand. Verstohlenheit. Tarnung und Schaden durch Spezialangriffe. Kreativ. Aha. Eigenschaftsplätze sind voll. Ach so, und da kriegt man aber Level 10, bei Level 20, bei Level 30. Okay, und das letzte bei 60. Ich verstehe. Stationen. Na, das wird ja dann nachher noch kommen, oder? Also, ich mache jetzt hier erstmal weiter. Wo soll ich jetzt hin? Hallo? Wo sollte ich hin? Hallo? Aber das blinkt hier so schön, weißt? Oder nicht? Also, das blinkt einfach so schön. Mehr, ich mach hier. Ach, mehr kann ich nicht machen. Ja, dann mache ich das jetzt hier, oder wie? Warte mal. Angriffsmuster. Vielleicht mache ich erstmal so. Und so. So, und jetzt folge ich dem Pfeil auf meiner Karte. Ach, da oben hin, ja. Okay. Also ich bin auf alle Fälle sehr positiv überrascht, dass das doch so nett aussieht, oder? Also, ja, finde ich, sieht schon ganz cool aus. So mit dem Spiel von Licht und Schatten, das gefällt mir ganz gut. Es ist ganz nett. Das Kämpfen ist halt, wirkt auf mich momentan noch etwas träge, aber das kann sich natürlich auch ändern. Jetzt darf man nicht vergessen, ich habe als Haupt-MMO-RPG das Secret World gehabt ursprünglich. Da sind die Kämpfe mit ganz viel Bewegung, ganz viel Machen und Tun. Und auch bei Skyforge war das so. Aber vielleicht kommt das hier ja noch. Also, mal schauen. Hallo. What do you need with an old Spacehound like me? Ja, ich habe hier komische Proben gefunden. Guck dir die mal bitte an. I have an idea of what this might be. Maybe. I saw something like this once before, when I was out beyond the Eridon Belt. We responded to a distress call from a mining outpost. When we got there, all the people were just gone, vanished without a trace. The only things we found were a strange beacon and some odd spore samples. These look very similar. Okay, dann kann ich jetzt hier nur die Wissenschaft nehmen. Use whatever you want. I remember what we found back on the outpost. Bring the samples to me when you're done, and I can help you determine the results. Okay, mach ich. Star Trek Online will change based on your career track. Mhm. Engineering, science, ja. Or tactical. Ja. Okay. Alles klar. Biologische Verbindungen analysieren. Ich analysiere. Aber was habe ich denn analysiert? Kriege ich keine Info? Mensch. I've only seen fungal biotech like this once before. Remember that mining station that I mentioned? Before we arrived, they reported several disappearances. Some thought it was paranoia, but we had reports that said intruders would beam in right through the colony's magnetic shield. Right into someone's quarters, sedate them, and then vanish without a trace. We didn't know what to believe, but I don't think those miners were paranoid. Something did happen to them, and it could happen. Ja, hast du nicht aber gerade eben vor 10 Minuten, nicht mal 10 Minuten, erzählt, das hängt mit dieser komischen Barke zusammen. That's what my commander believed. We found a beacon with almost the same configuration as the one you found. We weren't able to get much from it before we shut it down. But the one thing we learned is that the beacon was made by a race that called themselves the Elachi. Elachi? Noch nie was von gehört. We stayed in orbit for a few days, but the Elachi never came back. That's good news for us.
seeing that you disabled the beacon you found in the caverns. Ja, und was müssen ja, aber irgendwas müssen wir jetzt ja machen. Also that's right. He's the man in charge, so he needs to know. I'd be surprised if he doesn't want to send someone down there to analyze that beacon. Could be these Ilachi were interested in our colony for some reason. Lucky for us, you were there to put a stop to whatever they were trying to do. Okay, übergeben Sie Majori Ihre Informationen und erklären Sie die wahrscheinliche Entwicklung der mysteriösen Ilachi. Dann mache ich das mal. Alles klar, ich flitze mal ein bisschen schneller hier. Und dann erzähle ich ihm das mal. Ach, guck mal. Das ist ja hübsch hier, ne? Mit den Blümchen und so. Ist der da oben auf der Bühne? Oder? Vermutlich. Warte mal. Kann ich bestimmt so von der Seite hoch, oder? Ja. Kann ich mich hier auch hinsetzen? Kann ich hier... Hier sind alle Stühle besetzt. Ist ja doof. Ja, da vorne ist es. Naja, da ist kein Plätzchen frei für mich. Dann rede ich mit dem. Hallo! Jolan True. I heard Avrak yelling all the way over here. I'm sorry you had to deal with his problems on our day of celebration. Das ist nicht das ganz größte Problem, was wir momentan haben. Hmm, that does sound very mysterious. However, you seem to have taken care of the immediate problem, disabling this beacon and dispatching the drones. You have my thanks. Ja, gerne geschehen. I'll assign some engineers to examine the device and set up surveillance on the cave as soon as possible. If what Devek says is true, we don't want that beacon turned on again. Now that's settled, why don't you try to relax for a while? Enjoy the festival. We'll talk again tomorrow after the engineers have finished their analysis of the device. Okay. Treffen Sie sich, wenn Sie bereit sind. Hier, komm. Rufen Sie. Hier, ich rufe den jetzt. I'm just finishing up too. I'm going to head back to the restaurant. Meet me for a drink when you're done. Alles klar. Hey there. Long day? I can't believe how far this colony has come. Just look at how much we can accomplish without being ruled by the Tal Shiar. Word is, someone named Atan is trying to fight them, but me, I'm content with what we have here. Let's go enjoy the festival. Ich finde, ich sehe ganz niedlich aus. Mein Charakter, der gefällt mir echt. Okay, weiter geht's hier. Jetzt ist Festivalzeit wahrscheinlich. Friends and neighbors, welcome to the tapping. The Kellid nectar has been harvested, the ale is brewed, and we can finally taste the fruits of our labors. And like this fine vintage, our colony has taken time and effort to develop. Since the loss of the homeworld 22 years ago, we have known fear, hunger, and pain. We have struggled, and we have overcome every difficulty. We have mourned those who are no longer with us. And we have welcomed new friends into our home. And now we celebrate. The trials are behind us. Virenat is prosperous and growing. We will face new challenges in the future, but we will face them together. Safety as you can. After that, we stop whoever or whatever is attacking our home. Okay. Retten wir die Welt. Auf geht's.
Ja, mache ich gleich. Warte, lass mich mal hier erstmal gucken. Warum werden wir angegriffen? Ja, das weiß ich auch nicht. Wer sind Sie denn hier? Ich will hier nur mal gucken. Also, weißt du, ich kann mich ja hier noch umschauen anscheinend. Die Waffen kann ich aber nicht mitnehmen. Das ist auch ganz... Was denn mit dem? Wo kamen die denn auf einmal her? Oh Gott, die ist entführt worden. Oh Gott, ich rufe den mal durch. Schnell, komm her. Are you alright? What's happening over there? I'm at the shipyard with Tevex, and we're prepping the shuttles for evacuation. I don't know what's going on here, but we need to get people out while we can. If you can get a Alles klar. Fight, you can fight your way out. Can you make it? Ich, I can make it. Komm her. Ich nehme mir ein Gewehr. Auf geht's. Ja. Ich bin dabei. Um Schnellausrüsten zu verwenden, drücken Sie zuerst die Taste U, um Ihr Statusfenster anzuzeigen. Ach so, ach, und C ist Waffe wechseln. Ach ne, C ist ja... Aber ich habe doch gar keine Waffen. Wo ist denn mein Gewehr? Klicken Sie auf einen beliebigen Gegenstand für Ihren Kapitän. Das Fenster Ausrüsten zeigt alle verfügbaren Gegenstände, die in diesem Platz verwendet werden können. Wenn Sie sich auf einer Karte mit Bankzugang befinden, können Sie auf Gegenstände aus Ihrer Bank zugreifen. Ah, das ist okay, alles klar. Andernfalls erscheinen Sie grau. Ach so, aber ich kann das doch jetzt hier bestimmt noch hinmachen, ne? Genau. So. Und dann kann ich hier wechseln. Einwandfrei. Habe ich hingekriegt. Das ist was, das werde ich mir nicht merken können so schnell. Okay. Jetzt soll ich hier... Komm her, ich mache hier was kaputt. Wir haben alles im Griff. Gehen Sie weiter. Okay. Ich gehe weiter. Ihr habt ja alles im Griff. Habe ich gehört. Wer schießt denn da auf mich hier? Du? Bist du... Die machen auf mich. Warum machen die auf mich? Sind die doof? Sag mal... Warum schießen die auf mich? Die sind ja doof. Nee, das ist unhöflich. Das sind doch aber nicht meine Gegner hier. Koloniale Sicherheit, nee. Der hat doch auf mich geschossen, ich hab's doch gesehen. Ich kann das nicht tun, ich kann das nicht tun. Der hat doch auch auf mich geschossen. Hier, auf den muss ich schießen. Okay, hier den, auf den auch wahrscheinlich. Komm her. Hier, da, du bist auch so ein Blödi. Komm her. Just keep coming. Get a battery from the marketplace. We need to send out a distress signal. Notsignal, na, wenn du das sagst. Wo ist denn der Marktplatz? Zeig mal her. Wo bin ich denn? Ach, da muss ich mich jetzt durchkämpfen. Naja, nee, läuft. Alles klar. Ja, macht ja nichts. Komm her. Hier, da, du brauchst mich nicht, das ist unhöflich. Na, wo kommen die denn her hier? Komm, jetzt geh kaputt. Was machen denn die anderen eigentlich? Die machen nichts, die stehen rum und warten auf schönes Wetter oder was hier. So, komm her. Weiter geht's. Hier, komm, stirb. Ich hoffe, ich töte hier auch das die Richtigen. Man weiß das ja nie so genau. Kann ich auch laufen und schießen? Ja, perfekt. Hier, ich töte dich auch. Ich töte alle. Oh, der hatte auch ein Schild. Ich hab's gesehen. Und was machst du denn da hier, ey? Stehst da oben und schießt blöd rum, oder was? So, nur nicht, Kollege. Holen Sie sich eine Energiezelle. Das ist eigentlich mein Plan. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Overrun.
Oh Gott, Feuer frei, komm her hier. Du auch, tot, 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 sterbt alle. Ach ja, nee, ich habe mir jetzt den dritten noch geholt, weißt du, ist doch cool, ey. Statt ich erstmal die kaputt mache, die da sind. Aber wozu auch, wäre zu leicht, komm her. So, hier muss doch was sein, hier, das ist es nicht. Da, da ist was. Ich entferne die Batterie. This is Cap. You have the batteries. Habe ich. Just need to repair the device and send the signal. Ja, eines meiner leichtesten Übungen. Eines meiner leichtesten Übungen. Schicken Sie ein Notsignal. Komm her. Komm her. Ich wollte hier eigentlich Party machen heute Abend und ihr habt mich daran gehindert. Das bedeutet, ihr müsst leider sterben. Weißt du, so schnell kann das gehen hier. Ich habe mir extra meine Haare lila gefärbt. Und dann sowas. Oh, 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 man kann dodgen. Sehr nice, alles klar. War das doppelt? Ja, doppelt. Mhm. Alles klar. Dodgen gefällt mir nämlich. Ist das ganz cool, wenn man so aktiv ausweichen kann. Ne? Das finde ich ganz cool. Los jetzt, hier komm. Schicken Sie ein Notsignal. Ja, wo ist denn das Schiff? Wo muss ich denn hin hier? Da lang wahrscheinlich, ne? Oh, hier, da. Guck mal, hier. Bam, bam, bam. Hier, du auch. Kaputt. Oh Gott, das ist hier gar nicht ein bisschen gemütlich. Ich schick mich mal ein wenig. Oh, was ist denn mit dem los? So, was bist du hier? Oh, ich bin schon da. Mensch, du siehst nicht ganz gesund aus. Alles gut gegangen? Alles klar, weiter. Dankeschön. Alles klar. Trete zum Dienst an. An Bord gehen. Also bis jetzt gefällt mir das tatsächlich ganz gut. Ich kann jetzt natürlich noch nicht beurteilen, was dann nachher so Shop ist dann ja immer, ne, wenn es Free-to-Play ist. Habe ich jetzt noch nicht reingeguckt, aber so gefällt es mir eigentlich. They're not attacking. Vex showed me how to fly his warbird. We're almost there. Alles klar. Schaut so schick aus. Gefällt mir schon. Ich mag so Weltallzeug-Gedöns hier. Alles klar. Oh, was ist denn jetzt los? Oh, was ist denn hier los? Okay. Components to get our weapons and warp drive operational. We'll need both if we want to have any hope of fighting the Tal Shiar. Okay, ich scanne die alten Schiffe in der Nähe nach Teilen, die wir benötigen. Speed using E. Decrease your ship speed by using Q. Okay, E und Q. Okay. Taktischer, männlich, Bürger. Okay. Sie können den Namen und die Uniform dieses Offiziers einmalig ohne weitere Kosten ändern. Sie können diese Änderung jetzt oder später vornehmen. Öffnen Sie... Ach so, das könnte ich jetzt... Ach so, nö, das ist mir egal. Okay. Ach so, jetzt kann ich damit rumfliegen. Hier, erstmal zu dem. Ach so. Nee, mach hier ruhig Gummi geben. Kann ich hier... Ach so, ich muss hier... Ja, ich verstehe schon. Oh, oh, oh. Das wird doch mit mir nichts hier. Komm. Scannen nach Waffenteilen. Ja, cool. Dann scanne ich mal. Wir brauchen nur noch etwas mehr. Okay, dann fliege ich jetzt da hinten.
Ja, das habe ich schon ausprobiert. Ja, habe ich schon herausgefunden. Habe ich ganz alleine rausgefunden. Jawohl. Gut, auf geht's hier. Gib Gummi. So, das Weltraum. Unendliche Weiten. Weapons are online. Let's test them out on some of these derelict ships nearby. They're not shielded, so we can just use our torpedoes to finish them off. Alles klar, zerstören Sie die Schiffswracks. 10 kilometers of an enemy to attack it. Gut, ja, aber das wird mir angezeigt. Oh, wow, wow, wow. Gut, ja, ach, das ist auch rot und bestimmt wird es dann gleich grün oder so, wenn ich da nah genug dran bin. Pass mal auf. Sind ja, ist ja jetzt noch ein bisschen... Aha, so. Kann ich auch ruhig ein bisschen schneller? Ja, guck, jetzt ist es dann weiß. Plasma. Plasma Torpedo. Warning, Ship is under attack. Yay! Cool. Wow. Gegenstände nehmen. Nehmen. Noch 3 mehr davon und die Hülle sollte so gut wie neu sein. Okay, auf geht's. Dann mal los. Hier. Dann mal los. Ach, guck mal hier, da auf das kann ich schießen. Bergen Sie zurückgelassene Gegenstände, indem Sie sich... Ach so, das hatte ich ja schon. Ja, okay, hier. Aber das kann ich... Ach, das ist aber auch cool, ne? Also, das gefällt mir. Guter Schuss. Ja, so bin ich nämlich, ne? Ich hab's echt drauf. Gegenstände nehmen. Nehmen. So, und hier jetzt. Komm her. Ach so, kann ich nicht... Ach so, das dauert noch 5 Sekunden. Okay. 3, 2, 1, go. Vielleicht ein bisschen... Oh. Nicht, dass ich da, weißt du, rein und Gegenstände nehmen. Cool. Zerstören Sie einen komischen Satelliten. Okay. Alles klar. Ja, aber ich kann ja noch nicht. Noch nicht. Also, ich kann noch nicht hier so einen Plasmastrahl nehmen. Ich muss erst dahin fliegen. Aber ist ja nicht mehr weit. Komm her. Noch 3 Kilometer. Dann hier zum... Da kann ich dann... Okay, warte. Mal ein bisschen langsamer. Ah ja, hier ein Müh musst du noch vor. 10 Kilometer dürfen es höchstens sein. So. Stehen bleiben. Und jetzt das hier, oder? Ziele Gegner. Komm her. Ach, jetzt bin ich wieder zurück. Warum bin ich zurück? Komm her, dann mal noch ein bisschen ran da. Ran da, ran da, ran da. So, und jetzt aber. Hoho. Okay, habe ich jetzt den Schild zerstört? Jetzt hier. Na los. Use your torpedoes on an enemy when their shield is down. Ja, hab ich doch. Hab ich doch, hab ich doch, hab ich doch, hab ich doch. Ach so, okay. Ja, alles klar. Ach, guck mal, das ist ja cool, okay? I'm picking up a distress signal nearby. It must be people from the colony. More colonists managed to escape the surface. Ja, bleiben wir noch eine Weile hier und üben noch etwas. Wir müssen sicherstellen, dass das Schiff ohne Probleme funktioniert. Ja, los, wir retten jetzt die Kolonie hier. Auf geht's. Na gut, dann helfen wir mal. Deaktivate full impulse by clicking on it again.
Ach so, oh, jetzt geht's hier aber... Oh, 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 oh. Cool, okay. Ja, da ist man dann auch ein bisschen schneller unterwegs. Ich verstehe. Ja, das ist ja cool. Cool, cool. Na gut. Bin ja schon fast da. Hallo, ich bin schon fast da. Hallo, kann ich hier mal... ich muss mal hier... Kann ich den mal nochmal... Nimm den Mauszeiger über eine Waffe und das Schussfeld. Ich bin bestimmt gleich hinüber. Hallo? Das ist irgendwie... Wie drehe ich mich denn um? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und warum kann ich nicht hier... Jetzt hier. Komm her. So, was ist denn hier los? Also. Okay, und wo sind jetzt die Kolonisten? Da oben. Oh. Da fliege ich jetzt hin. Beamen Sie alle Kolonisten hoch. Mache ich. Na, das war ja wieder episch. Just give me the order, and I'll get started. The scanners are picking up more colonists in Tal Shiar nearby. We have to rescue our friends. Alles klar. Activate high-yield torpedo by clicking on the icon or pressing Alt and 1. Alt und 1. High-yield torpedo will increase the power of your next torpedo attack. Ah ja. Ach so, und jetzt soll ich hier da die komischen Schiffe zerstören hier. Wahrscheinlich die, die da vorne sind, oder? Vermutlich. Na gut. Na komm schon. Ja, hier, jetzt kommt hier so ein schwerer Plasma-Apparat-Ding hier. Komm her. Der beschießt mich auch. So, also bitte. Noch eins. Wow. Okay. Okay, alles klar hier. Ach so, ich muss vielleicht hier das Schild erstmal wegmachen, ne? Das wäre vielleicht ein bisschen klüger. Und jetzt aber. Und hier, komm her. Ach so, kann ich hier nochmal so ein Super-Torpedo kriegen? Der fliegt da rum, ne? Ich sag's dir. Komm her. Supernova. Okay. Uhuhu. Okay, ich beam sie hoch. Retten Sie die Letzten. Ach, da vorne. Alles klar. Oh nein. Jetzt aber mal hier. Ein bisschen schneller. Fahr. Fahr, als ob es keinen Morgen gibt. Habe ich eigentlich auch sowas wie ein AOE vielleicht? Wäre ganz cool. Den hier mache ich, glaube ich, als erstes kaputt. So. Genau, und jetzt kann ich wieder ein bisschen langsamer dem sein Schild runternehmen. Ja, ja, natürlich sind wir under attack, aber das macht uns doch gar nichts hier. Komm her, wir machen hier alles. Los, 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 go. Das dürfte es gewesen sein. Nächster da vorne. Komm schon. Na los. Schneller, schneller, schneller. Los, komm her. Ach nee, hier, guck mal. Du bist, glaube ich, näher erstmal, ne? Dann kommst du jetzt als erstes dran. Ja, okay. So, und jetzt hier. Auf geht's. So. So, okay. Auf Wiedersehen, du Blödi. Warte, du zuckst immer noch. Ich glaub's ja wohl nicht hier. Komm her, ich kann das auch.
immer noch, guck mal. Also wie unhöflich ist der doch. Aber jetzt, das war's doch dann. So, jetzt ist da noch der eine. Guck mal, der kommt mir hier sowieso entgegen. Guck mal. Okay, auf geht's. Na los, ein bisschen flotter. Na los, go, go, go. Na komm schon. Jetzt aber. Okay, auf geht's. Mach ihn kaputt. Oh, hör mal auf, da so nah hinzufliegen. Vielleicht. Das ist vielleicht nicht so gut, oder? So. Ja, ich beame die Kolonisten hoch. Ich bin schon praktisch unterwegs. Ich muss da nur mal ein bisschen... What do you need to know? Nichts, alles gut. Ich wollte die hochbeamen hier. Das war mein Plan. I think it's safe to say we're a fully operational ship. Ja, dann auf zum nächsten Gebiet. There aren't any colonists here. Just this strange ship. I've never seen anything like this in my life. It's gigantic. Engineering reports that the ship has scanned us, but they're not responding to my hails. What should we do? Okay, aber ich würde sagen, ich beende jetzt hier den Test an dieser Stelle. Ich glaube, man konnte einen kleinen Einblick gewinnen. Natürlich lange nicht alles, das ist halt immer so eine Sache bei so Spielen. Bräuchte man eigentlich viel mehr Spielzeit, aber so als First Look, glaube ich, passt es so. Wenn du das Spiel selber ausprobieren und spielen möchtest, wie gesagt, der Link ist unten dazu in der Infobox. Ja, und ich würde sagen, ich danke jetzt sehr fürs Zuschauen und würde sagen, wir hören, lesen uns hier oder unter einem anderen Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. On my own, I am strong, I am fine.